Und hier in dieser Kurvenkombi ist halt noch... Da sind bestimmt noch so 2-3 Zehntel drin, ne? Jetzt im Training ist es mir wie gesagt egal. 1-2 Runden würde ich noch fahren. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Formel 1 21, Folge 101, heute. Sind wir zurück beim dritten Training von Mexiko. Im letzten Training konnten wir mit Abstand komischerweise den ersten Platz holen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist beim dritten Training. Und wir machen direkt das Qualifying-Tempo. Wir haben noch einen Reifen soft. Wir fahren jetzt weiter mit dem erhöhten Abtrieb, hatte ich gesagt, bleibt so. Wir kriegen noch zum Rennen neues Getriebe. Das Problem ist, wir sind so gut hier dabei. Wir werden auf dem letzten Platz starten müssen. Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht wird es ganz nice. Denn wer weiß... Was wollen die haben? Qualifying-Position von 17. Ja, Digga. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Das sollten wir wohl hinkriegen. Jetzt können wir nochmal das Setup testen mit wenig Sprit. Das ist jetzt quasi auch so ein bisschen die Qualifying-Simulation. Nerv nicht Uhr. Gucken wir mal, ob wir... 5 Platz Gridstrafe. Okay. Ja gut, egal. Wir starten eh schon vom letzten Platz. Gib mir so viele Strafen, wie du willst. Hauptsache, du gibst sie mir nicht nachträglich. Ich lasse ihn mal fahren. Ich muss meine Reifen jetzt besser mal aufwärmen. Ich weiß nicht, wo die jetzt sein sollten, aber... Das ist nämlich genau das hier der Fall. Letzte Gerade. Reifen sind so um die bei 100 Grad. Und dann... Beim dritten Training darf man nicht. ERS. Oder ist es jetzt, weil es eine Qualifying-Runde ist? Gut, es wird jetzt eh benutzt. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Ja, erster. Schön. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Wir
komm. Das schaffen wir doch sauber. Ja, es ruckelt. Viel liegen gelassen. Auf diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Auch wieder 1:16:1, also gut, wir haben keinen Sprit mehr. Aber wieder eine 1:16:1 hingekriegt. Das ist auch schön. Hoho. Schön. Nee, auch wieder fast die Runde von letztem Mal hingekriegt. War ja jetzt auch alles nicht perfekt. Also wir hätten das jetzt locker mit 1:15 machen können, wenn wir da nicht diese Kurvenkombi verkackt hätten. Achso, aber im Qualifying ist ERS, kann ich nicht automatisch oder wie? Irgendwie, ich kenne die Regeln nicht hundertprozentig. Mich interessieren nur die Rennen und nicht die Technik dahinter. Sehr zu spät. Also ich habe hier immer noch nicht den perfekten Bremspunkt. Warum war jetzt auch wieder der Sound am Arsch? Okay. Wir haben echt schon einen Teil wieder auf 16% nur durchs Training. Ey, das hält nicht mal 4 Rennen hier, der Scheiß. Hält's nicht mal. Steuerelektronik muss wieder ausgewechselt werden. Na gut, ich habe ja noch dann das Teil von davor. Das sind ja jetzt nicht Scheißteile, die ich da weggeschmissen habe zum Teil. Also da kann ich auf jeden Fall auch noch so eine Kombination nutzen. Ich wollte jetzt keine weitere Strafe eigentlich haben. So, dann haben wir auch 5 von 5. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Dann gehe ich jetzt nochmal auf meinen letzten Reifensatz. Dann machen wir jetzt einfach nochmal einen Long Run, so ein bisschen. Muss jetzt gar nicht mehr probieren, wenn ich diese Runde auch nochmal zum Qualifying kriege. So eine 1:16, eine 1. Dann bin ich eigentlich zufrieden. Alles bereit. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal unter 1:16 hin. Das ist aber jetzt eher weniger, also... So 4-5 Ründchen, denke ich mal, werden wir nochmal fahren jetzt. Vielleicht können wir nochmal zum Abschluss eine gute Runde setzen, aber... Wichtig wird es ja dann erst... beim nächsten Mal. Ich fahre jetzt, glaube ich, erstmal 2-3 Aufwärmrunden tatsächlich, um jetzt auch mal die Reifen so ein bisschen in Temperatur zu kriegen. Und dann probiere ich vielleicht erstmal eine schnelle. Nicht, dass man den Reifen da so ein bisschen überspannt. Machen wir jetzt so eine typischen... Reifenschonungsrunden irgendwie. Jetzt werden die zu heiß sein, natürlich. Ja, probier es dann doch mal jetzt.
Ja. Nochmal. Ricardo aktuell auf Platz 2, okay. Immer noch ein bisschen nervös, die Karre, muss ich ja sagen. Aber dafür kriege ich jetzt eine Verarsch. Na gut. Verkehr, Stroll. Ja, Digga. Ja, so ein Fehler, ihn vorbeizulassen, ne? Kriegt die Kurve jetzt nicht mehr hin. Das muss im Qualifying dann jetzt natürlich passen. Ach, so ärgerlich. Einfach mal so eine saubere Runde mal ohne ERS mal probieren. Einfach mal. Die Zeit ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Ich will jetzt einfach nur nochmal die Bremspunkte so ein bisschen mehr. Ja, schon ein bisschen besser, aber irgendwie gerade fehlt es uns. Was war denn das? Dass der Wagen es aber auch jedes Mal schafft, sich nicht mehr zu fangen. Ich verstehe es nicht. Aber drittes Training läuft gerade nicht gut. Scheiße.
Von nix. Von nix. Und hier in dieser Kurvenkombi ist halt noch... Da sind bestimmt noch so 2-3 Zehntel drin, ne? Jetzt im Training ist es mir Visa egal. 1-2 Runden würde ich noch fahren. Aber ich habe jetzt eh kein ERS mehr, dementsprechend. Jetzt wird es nicht mehr. Das ERS verbraucht sich auch ohne, dass ich es anhabe. Dementsprechend, der Akku ist leer, ich kann da nichts mehr machen jetzt, also. Aber... Puh, ja, ich glaube auch die Reifen sind jetzt am Arsch, wa? Kann das sein? Geht eigentlich. Dürfte nicht daran liegen. Ja, hier sieht man halt, wie die Zeit noch runtergeht. Also hier drinnen stecken durchaus noch ein paar Zähler. Ja, Akku leer. Ey, was ist denn mit dem Grip hier? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ja Gott, ey, diese scheiß Wellen, dann gehst du nur ein bisschen aufs Gas und schau. Ich verstehe es nicht. Ja, macht er nicht. Macht er nicht. Macht er nicht! Verstehe ich nicht. Ja, nicht mal auf der Strecke kann ich jetzt hier lenken. Er lässt mich nicht lenken! Warum lässt du mich denn nicht lenken? Reifen sind doch nicht zu heiß. So aggressiv. Weiß ich nicht. Egal. Ich fahre in die Box, Freunde. Die Zeit kriege ich jetzt nicht mehr geschlagen. Ja, hoffen wir mal, dass dann zum... Qualifying in der nächsten Folge. Alles passt. Und dann im Rennen müssen wir halt gucken. Das Rennen wird eine Geschichte. Sehr viele Fahrzeugüberholungen, denke ich mal. Top 10 auf jeden Fall das Ziel dann vom letzten Platz. Aber da müssen wir dann mal schauen, was so drin ist. Langsam geben meine Daumen auch auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Vom ganzen Greifen hier.
Ja. Gut, schauen wir mal, ob noch jemand Bock hat, meine Zeit zu schlagen. Da sind wir aktuell mit zwei lilanen Sektoren unterwegs. Das sieht aber gar nicht so... Also diesmal ist es deutlich enger. Aber Tatsache, eine 1.16.1 ist immer noch... Okay, theoretische Bestzeit der Saison ist eine 1.15.7. Theoretische Bestzeit. Ja, es bleibt dabei. Zweimal hintereinander Erster. Ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Die einzig wahre, Bottas und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, jetzt haben wir zweimal hintereinander. Wenn ich jetzt im Qualifying nicht auch die Position kriege, da bin ich schon enttäuscht. Wobei, es ist eh egal. Qualifying brauche ich mir gar keinen Stress machen, weil... wir starten eh als Letzter. Ne? Also Qualifying muss ich jetzt gar nicht. Ich will natürlich zeigen, was so drin ist mit der Karre. Wenn die Platzierung im Vergleich jetzt zur Fahrzeugperformance ist, nicht unbedingt realistisch ist. Aber egal, Mexiko hat einen Ruf, eine schnelle Rennstrecke wie Monza zu sein. Aber ganz ehrlich, deswegen ist sie mir nicht in Erinnerung geblieben. Monza besteht vor allem aus Geraden, die von Schikanen unterbrochen werden. Aber hier gibt es diese verzwickten technischen Abschnitte, die mit reduziertem Anpressdruck echt schwer zu meistern sind. Dabei denke ich vor allem an den Komplex 456. Kurve 6 musst du wie eine Kurve mit doppeltem Scheitelpunkt angehen, wenn du dort gut rauskommen willst. Außerdem musst du im Stadionabschnitt deinen Schlupf unter Kontrolle halten, sonst kannst du dort jede Menge Zeit verlieren, Jeff. Gut, wie es da weitergeht, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Da gibt es dann das große Qualifying hier von Mexiko. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.